Ulm gegen Duisburg. Ein Stück weit das Duell der Gegensätze. Der Aufsteiger mit 2 Siegen ins neue Jahr gestartet. Tabellendritter, die Duisburger hängen unten drin. Tabellenvorletzter, 2 Niederlagen zum Start. Nun also der Auswärtsauftritt in Aalen. Und das Spiel ging ungefähr so los, wie die letzten Spiele gelaufen sind. Ulm in den weißen Trikots mit der ersten guten Chance durch Tom Gahl, der Verteidiger. Bei diesem Freistoß vor mit dabei erstaunlich viel Platz. Starke Reaktion von Vincent Müller. Ja, das Verteidigen gegnerischer Standards, ein großes Problem bei Duisburg. So auch in der 24. Minute. Sie bekommen den Ball nicht in den Griff und liegen plötzlich 0:1 in Rückstand. Diesmal macht Gahl das Tor. Sein 3. Tor in den letzten 4 Partien. Der Verteidiger entwickelt sich zum Torjäger, auch weil hier Engin unterm Ball durchspringt. Reichert macht die Kugel wieder scharf und Gahl steht ohne Bewacher 3 Meter vor dem Tor. 1:0 Ulm. Das auch der Pausenstand. Eine sehr souveräne Vorstellung des Teams von Thomas Wörle, verdiente Pausenführung. Der 2. Durchgang. Und Duisburg hatte sich etwas vorgenommen. Sie kamen mit ordentlich Schwung aus der Kabine. Erste gute Möglichkeit. 53. Minute. Pledel und im 5er noch geklärt. Aber so ein gewisser Fingerzeig, wie es denn laufen könnte. Schnell gespielter Angriff und endlich auch mal Torgefahr durch den MSV. Kurz darauf Wechsel bei den Ulmern. Castanaras eingewechselt, kommt da zu seinem 3. Einsatz, der Neuzugang aus Stuttgart, die Leihgabe, und nicht mal eine Minute später gleich im Fokus. Allgeier gibt den Ball in die Mitte, dann der Schuss an den Pfosten von Ludwig und der Abstauber von Castanaras. 48 Sekunden nach seiner Einwechslung bereits sein 2. Saisontor im 3. Spiel. Abseits war es nicht. Castanaras mit dem richtigen Riecher vollendet. Gutes Timing natürlich auch für die Ulmer, nachdem Duisburg die Anfangsphase bestimmte. Der erste richtig gute Angriff, gleich das 2:0. Und damit eine gute Phase der Ulmer eingeleitet. Duisburg hing ein bisschen in den Seilen. Die Mitte anfällig für solche Angriffe. Cessa mit der großen Chance aufs 3:0. Aber erneut Vincent Müller mit einer starken Parade, der seine Duisburger im Spiel hielt. Und der MSV schüttelte sich nochmal für die Schlussphase. 82. Minute, der Ball kommt zu Tim Köter, der will flanken und trifft. Das 1:2, ein kurioses, ein überraschendes Tor. Auch Christian Ortag sieht hier natürlich nicht allzu glücklich aus, unterstützt durch einen gewissen Platzfehler. Wir sehen hier, eigentlich als Flanke gedacht, titscht der Ball einmal im 5er auf, gewinnt dabei kaum noch an Höhe. Und rutscht Ortzak durch die Beine. Natürlich äußerst glücklich im Zustandekommen aus Duisburger Sicht. Aber dieses Tor, das setzte natürlich nochmal Kräfte frei. Sie warfen eine Menge nach vorn, riskierten damit aber auch gegnerische Konter. Bereits die Nachspielzeit. Dann dieser Pass von Jan auf Hiegel. Der umkurvt Müller, das Tor leer. Aber Hiegel schießt tatsächlich links vorbei und verpasst hier die Entscheidung. Riesenmöglichkeit, alles klar zu machen für den Tabellendritten. Und dann der direkte Gegenzug. Duisburg nochmal mit Köter. Ein langer Ball ins Zentrum. Eine Kopfballverlängerung. Kugel landet bei Fälscher. Der bedient den eingewechselten Robin Müller. Und der lässt es krachen. Das 2:2. 2. Minute der Nachspielzeit. Duisburg kommt tatsächlich nochmal zurück in der Schlussphase und macht aus einem 0:2 ein 2:2. Beweist damit die berühmte Moral und kann zumindest einen Punkt mitnehmen auf die Heimfahrt nach Duisburg. Ein Punkt, der durchaus wichtig sein kann, der nochmal was freisetzen könnte für den weiteren Saisonverlauf. Ja, fühlt sich super an, gerade weil auch Ulm echt ein gutes Spiel gemacht hat. Und dass wir dann noch so schnell 2:2 schießen, ist echt toll. Und den Punkt nehmen wir so mit. Natürlich brauchen wir eigentlich immer 3 Punkte jetzt in unserer Situation, aber fühlt sich gut an. Im Endeffekt dieses Sichern nach hohen Bällen, dass selbst der Zweite irgendwie noch in unseren Füßen landen kann, das haben wir am Ende dann ja nicht mehr so gut geschafft. Daraus resultiert auch das Tor, aber nochmal, ich glaube, wenn wir mit 2:0 nach Hause gehen, sagt jeder, das war verdient, und so fühlt sich scheiße an. Eine gefühlte Niederlage für Ulm, aber natürlich ein Achtungszeichen vom MSV Duisburg. Der erste Punkt im Jahr 2024. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.